und Kaninchen Sarah Lombardi legt sich mit Peter an. Zu Ostern wünschte sich der Sohn von Sarah und Pietro Lombardi nicht nur ein Osternest mit Süßigkeiten, Schokosterhasen und Eiern, sondern laut Mama Sarahs Instagram-Account auch einen echten Hasen. Sie postete an Ostern ein Bild, auf dem sie zusammen mit Sohn Alessio zu sehen ist, der ein kleines Großkaninchen auf dem Arm hält. Dazu schreibt die Sängerin, Alessio wünscht sich einen Hasen. Das rief nicht nur die besorgten Tierfreunde unter Lombardis Instagram-Followern auf den Plan, auch die Tierrechtsorganisation PETA schaltete sich ein. Wie der Express berichtet, hat PETA einen Brief an die ehemalige DSDS-Kandidatin geschickt, offenbar mit deutlichen Worten, Diana Hoger, Fachreferentin für Haustiere gegenüber dem Express. Bekräftige, Kaninchen werden fälschlicherweise oft als pflegeleichte, anspruchslose Mitbewohner betrachtet, die sich gut für Kinder eignen. Tatsächlich empfinden die sensiblen Tiere jedoch enormen Stress, wenn sie auf den Arm genommen werden oder Kinder mit ihnen kuscheln. Zudem können Kinder nicht die Verantwortung für ein Tier übernehmen, diese liegt immer bei den Eltern. Die Vierbeiner gehören nicht in ein Kinderzimmer, Fans sind sich uneins über Kaninchenwohl. Aus Lombardis Post wird zwar nicht deutlich, ob ihr Sohn tatsächlich ein Kaninchen bekommen hat, oder es nur für einen Moment auf dem Arm halten durfte, ihre tierlieben Follower auf Instagram sind trotzdem froh, dass sich PETA eingeschaltet hat. PETA hat sich auch schon eingeschaltet, die Sache läuft, schreibt eine Nutzerin. Andere rufen zur Gelassenheit auf, was ein Aufstand. Unglaublich. Selbst wenn sie den Hasen gekauft hat, warum hat sie dann Mist gebaut? Ich begreife den ganzen Hype nicht. Jeder muss für sich und seine Kinder selbst entscheiden, was das Beste ist. Lombardi selbst hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.